Da seht ihr die Spiegelung. Der ist ganz gut versteckt eigentlich, ne? Also quasi hängt er hier vorne, da so, ne, wo ich gerade hingucke. Da hängt er ab und tanzt auf so einem kleinen Ding. Ich weiß auch nicht, wie er da hingekommen ist, ich weiß auch nicht, wie er da wegkommen will. Aber Hauptsache, er hat jetzt im Moment Spaß. Gut. Nächstes Level. Drei haben wir noch vor uns. Vier haben wir noch vor uns. Was ist denn da Totally Fly? Das ist doch, glaube ich, das Dunkelheitslevel, ne? In welchem Warp war das? Im Bonus-Warp? Das muss da gewesen sein. Da fahren wir gleich erstmal nochmal hoch, bevor wir weiter runterfahren. Nämlich, ich dachte immer, Totally Fly wäre so ein Jetpack-Level, aber ist es ja gar nicht. Ja, nicht. Und noch ein Hör. Nein! 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 Ich wollte nicht... Nein! Ich möchte nicht Endgegner kämpfen. Warum lädst du jetzt? Was lädst du hier, Bliert? Wo bin ich denn jetzt? Ach so, nee. Ja, bitte überspringen. Das war doch gar nicht geplant. Ja, dann ist ganz unten der Bonus-Warp, gehe ich mal von aus, ne? Gut, hätten wir uns jetzt nur mal das 100% Ende ansehen können. Aber da kann ich es wirklich so nachvollziehen, dass der laden muss. Nicht für den Warp-Boom. Ja, schmeiß hier raus hier. Gut, dann machen wir Totally Fly doch als erstes, als letztes. Nein, R2 ist runter, ne? L2 ist runter, ne? Hä? Moment. L1. Was ist hier los? Warum zeigt ihr mir die Zeit an? Ich bin nicht mal im Hauch der Nähe eines Levels. So, gucken wir jetzt nochmal kurz nach. Crash Crush, The Pits, Hang 8 und Totally Fly. Ich krieg's auch gerade nicht hin. Warum will er mir irgendwelche Zeiten anzeigen? Das verstehe ich nicht. So ein bisschen verwirrt ist er ja schon jetzt gerade, ne? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Pack Attack. Jetzt zeigen wir jedes Mal, wenn ich L1 drücke, die Zeiten vom Pack Attack an. Das ist ein gutes Recht. Crash Crush, hier sind wir doch. Linke Seite während der Verfolgung. Okay, das heißt, hier werden wir, haben wir nur eine ganz kurze Zeit, ihn zu entdecken. Wenn ich vom Stein oder vom Bären weglaufe, ne, dann schaut mal bitte auf die linke Seite. Irgendwo da scheint er rumzueiern und zu dancen. Ich bin mal gespannt. Ah, das waren noch die angenehmen Verfolgerlevel, die wirklich nur aus Verfolgungen bestanden. Außer, mit Ausnahme der scheiß Kameraperspektive natürlich, die ein bisschen ungünstig ist. Mehr als ungünstig. Ich habe jetzt gerade leider nicht so die Zeit, mir da so einen Blick zu verschaffen auf der linken Seite. Den. Können wir so ein bisschen... Ui, Gas geben. Okay, erster Bereich ist schon mal weg. Wie gesagt, wenn ihr da was seht, ne? Und ich nicht. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, fast am höchsten, dass ich hier was verpasse. Oder ihn verpasse, besser gesagt. Au. Die Abzweigung müssen wir nicht gehen. Checkpoint. Huh. Oh mein Gott. Irgendwo auf der linken Seite, ne, wie gesagt. Ich habe auch keine Maske, ne? Also ich kann jetzt nicht... Hätte ich eine Maske, dann würde ich jetzt ein bisschen mutiger sein. Würde ein bisschen mehr gucken. Habe ich leider nicht. Den. Katsching. Verflucht! Verflucht! Eieieiei. Da ist er, ich hab ihn gesehen. Da, seht ihr? Da. Nein, nee, zeigt mir doch nicht den Stein. Ihr habt's aber gesehen, ne? Links. Ich hab ihn entdeckt. Sehr gut. Und wenn ich ihn gesehen habe, habt ihr ihn garantiert auch gesehen. So. Da waren es nur noch drei. Komm, lad schneller. Ich muss sie fertig kriegen. Ich würde das wirklich gerne in zwei Parts abhandeln, hier die Crash, die Fake-Crash-Sachen. Aber gut, da muss ich einfach nur in zwei Parts schneiden, das ist jetzt nicht das Problem. Air-Crash Snowbiz. Ist der Rest echt im ersten Warp-Room alles? Okay. Also zwei von den dreien zumindest. Oh, jetzt zeigt ihr mir nicht mehr die Zeit vom Pack-Attack an. Das war ja sehr nett. Hier, genau. The Pits und... Hang 8, genau. Das sind noch die beiden Level. So, The Pits, linke Seite, das sind ja immer recht,
recht gediegene und lineare Level. Das heißt, das sollte jetzt kein Problem sein, ihn hier zu finden. Und los geht's. Die Musik, ne? Das zieht sich leider so durch die Trilogie durch, ne? Die hatte nicht mehr so wirklich. Ich habe es im dritten Teil beim Let's Play immer Pfeffer genannt, ne? Wie in alten Teilen. Also das kommt immer so vor, als würde da irgendwie so. Da wird ein bisschen was fehlen, immer. Und die ist einfach leiser. Das ist aber schlecht. Ui. Weil ich mochte den Soundtrack sehr gerne. Die Farbgebung ist hier ein bisschen blöd, ne? Also da kann man den, finde ich, nicht so gut erkennen, notfalls. Sonst hat es sich immer so schön abgehebt. Abgehebt! Ja, Dennis, genau. Geh bitte zur Schule nochmal. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, doch, ich glaube, ich kann mich erinnern. Ich habe da was gelesen, nämlich, dass, wenn die beiden Wege sich wieder zusammenführen, dass der dann quasi an der Zusammenführung der Abzweigung wieder zu sehen ist. Ja, das ist natürlich jetzt auch richtig gut, Dennis. Wo habe ich eigentlich die Zeit-Challenge aktiviert? Warum? Das sehe ich ja jetzt erst. Hab gar nicht darauf geachtet. Jetzt muss er hier irgendwo rumeiern. Vielleicht. Da vorne sehe ich ihn doch schon. Da. Seht ihr? Links. Da. Ist er am Dancen wieder. Die alte Drecksau. Das war jetzt natürlich super. Komm, mach Platz hier. Oh, wie schön, der erste Warp-Boom, ne? Ah, man kriegt aber leider keinen besseren Blick auf ihn. Aber dann sei es so. Okay, zwei Level noch im zweiten Teil. The Pits ist weg. Dann noch Hang 8 und Totally Fly. Hang 8, da müssen wir auch jetzt den Bonusweg gehen. Über den blauen Edelstein. Habe ich, glaube ich, von dieser Crash- oder Fake-Crash-Wiki-Seite irgendwie sowas. Da wurde das eigentlich alles sehr gut erklärt. Ich war nur zu voll, mir alles aufzuschreiben. Aber bisher habe ich auch noch alles gefunden. Von daher. Alles gut, ja, alles gut. Ah, wie schlecht war das denn? Mack, 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 mack. Ich glaube, von den drei Teilen vom Soundtrack her, ich meine, ich mache ihn gleich ja sowieso noch, wenn ich fertig bin, komplett in allen drei Teilen, eh nochmal ein Overall-Resümee. Also erstmal natürlich zum dritten Teil und dann nochmal zu den zur gesamten Trilogie als solches. Aber ich glaube, vom Soundtrack her finde ich den zweiten Teil eigentlich sogar noch am geilsten. Also von den Remakes her auch. Den ersten Teil fand ich sowieso schon damals nicht so dolle. Also hat natürlich schon so ein paar prägende Sachen gehabt, wie zum Beispiel die Overworld-Mucke natürlich. Und hier und dann auch nochmal ein Level. Aber ansonsten habe ich die damals schon nicht so vom Hocker gehauen. Und jetzt so von den Remakes, ich finde, die haben im zweiten Teil schon ganz gut gemacht. Dritte Teil, das haben sie echt. Also das ist doch schon ein recht deutlicher Unterschied, finde ich. Von der Qualität her. Das war richtig dumm von mir. Ups, ups, ups. Aber ich meine, jetzt habe ich ja wirklich nichts mehr zu verlieren, ne? Außer jetzt noch 94 Leben. Aber das kriege ich hin. Huh. Dip, 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 didel, didel, dip. Hui. Voll am Pupsen hier. Mist, der Nilpferd. Ach du Heiliger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Oh, ein Checkpoint. Vielen Dank. Ja, gut, dann können wir jetzt einfach so durchheizen. Sehe mich nicht. Sehe mich auch morgen nicht. Schön reingedüst, ne? Das hab ich doch mal richtig gut gemacht. Ich weiß, wir hätten nur da vorne zur Plattform gemusst. Da können wir lieber so den vorsichtigeren Weg gehen. Tada! So, und hier, da hinten, wusste ich's doch. Da ist er. Da ist er am Tanzen. Können wir nochmal von einer anderen Sicht sehen, wenn wir dann noch so ein bisschen
kommen wir leider nicht hin. Wir haben auch nie die Möglichkeit, den zu berühren, ne? Das finde ich schon relativ fies. Deswegen wahrscheinlich auch die Trophäe im dritten Teil, ne? Dass man sich dann zwei Teile lang durchgequält hat, dass man ihn nicht anfassen durfte. Aber man dann die Möglichkeit hat, ihn mit der Panzerfaust abzuschießen. Jut, jut. So, dann verbleibt jetzt wirklich nur noch das lalala letzte Level. Und zwar Totally Fly. Zwischen Baum und Tiki, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, hier ist es, alles klar. Es war, glaube ich, auch ein sehr gediegenes Level, meine ich. Und genau das meine ich, also dass sie im dritten Teil auch so einen Warp-Room nochmal hätten einbauen können. Für Aegipus Rex und Hot Coco. Oder dass man die vielleicht dann, was weiß ich, auch noch irgendwie unten in den Warp-Room, der sowieso schon existiert, nochmal hätten integrieren können. Zwischen Tiki und Baum. Ich habe keine Ahnung, was ich mir damit sagen wollte. Ich werde da schon irgendwie vielleicht was finden. Ich weiß nicht mal, dass hier Tikis sind, um ehrlich zu sein. Oh, das war so schlecht. Das war so schlecht. Ich habe noch keinen Checkpoint gefunden. Ernsthaft nicht? Das macht mich jetzt aber schon ein bisschen traurig. So, okay. Das heißt, die eine Maus, da springe ich dann drauf. Katjuscha. Auf dich springe ich. Das war aber trotzdem ganz schön knapp. Checkpoint. Das war ja klar, ne? Das ist auch noch gerade. Das letzte ist von dem Checkpoint. Ich suche gerade Tikis. Das sind doch diese Häuschen da, oder? Oder vertue ich mich gerade mit Tipis und den Indianern? Oh mein Gott. Der war eigentlich ganz nice. Din, 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 din. Wobei die Musik ist auch sehr nett. Oh, das habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich gebe mich jetzt natürlich auch. Also so gar keine Mühe, ne? Das merkt man vielleicht auch. Ich bin zwar auch nicht sehr gut, ne? Aber, merkt man daran, dass ich mich darüber jetzt nicht so über die Tode aufrege, weil ich mir denke, ach mein Gott, ich muss hier nichts erreichen, ich will nur was zeigen. Zwischen Tiki und einem Baum. Wir sind auch hier so ein bisschen zeitlich natürlich gebunden mit unseren... Okay, ich habe ihn nicht gefunden. Ja, okay, ihr habt ihn wahrscheinlich schon irgendwo gesehen, oder? Fuck! Ich bin jetzt auch ein bisschen traurig. Ich habe jetzt gar überhaupt keine Indikation, wo der auch sein kann hier, ne? Ja. Ist halt so, ne? Wie gesagt, ich mache die Level einmal. Bin jetzt hier zwar auch wirklich durchgerannt, aber wir haben jetzt ja auch nicht unendlich Zeit. Ja, gut, komm. Das war's dann. Haben wir hier leider nicht gefunden, aber wenn ihr ihn gesehen habt, ne? Ich habe mich jetzt aber auch nur auf die linke Seite konzentriert. Wenn ihr ihn gesehen habt, irgendwie auf der rechten Seite, ne, weil da hat man ja ein bisschen mehr Weitblick gehabt. Einmal bitte unten reinschreiben, wann man den sieht, um welche Zeit hier im Video. War ja ein kurzes Level. Weil den habe ich jetzt wirklich total übersehen. Gut, okay, gut, dann sind wir mit Teil 2 jetzt auch completely finished. Und 31 Minuten, passt in zwei Part, super. Da heißt, du bist ja im dritten Teil angekommen. Beim dritten Part. Nee, hab ich nicht gesehen, ey. Unglaublich. Ey, Spendikut. Ich habe jetzt halt auch vorhin... Es wäre cool, wenn ich mir vorher geguckt hätte, wie viel Parts ich jeweils hatte, ne? Also inklusive Stormy Essen und sowas. Ich schätze mal, in Summe komme ich auf jeden Fall auf über 100. So bei 100... 120 liege ich wahrscheinlich so. 40 pro Part. Könnte hinkommen, oder? Boah, bin ich froh, wenn der ganze Rotz raus ist. Ich gehe ja erstmal schön noch ins Erkältungsbad, ey. Und das ist denn notwendig. So, im dritten Teil sind es auch nicht mehr ganz so viele Level, ne? Also im zweiten waren es jetzt, glaube ich, 7 Stück, die wir besucht haben. Hier sind es nur noch 4. Als. So. Wir gehen erstmal in den Bonus-Warp-Boom. Denn hier gibt es nämlich auch nochmal. Und jetzt war ich habe überhaupt gar keine oder kaum weitere Informationen aufgeschrieben. Aber bei Area 51 scheint es auch zu geben. Und zwar auf der linken Seite der Strecke.
Das heißt, ich werde mich jetzt links halten und das mal so ein bisschen abklappern. Problem ist jetzt hier natürlich im konkreten Fall, gut, ich habe jetzt nicht viele andere Möglichkeiten, was zu sehen. Aber hier hat man zumindest mehr Weitsicht als bei der PlayStation 1. So. Halten wir uns mal hier so ein bisschen so, ne? Ich bin eigentlich auch damals davon ausgegangen, ne? Als ich von diesem Alien-Schild gelesen habe, was man umfahren darf, ne? Dass das eigentlich in diesem Level ist. Wird ja Sinn machen, finde ich. Area 51, man fährt gegen Aliens und so. Aber gut, das hat das Spiel wahrscheinlich anders gesehen. Ah, cool, das war jetzt auch eine neue Animation, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Wir kriegen sogar ein Schutzschild. Wir fahren hier einfach durch den Graben, oder? Kostet ja nichts. Ach, komm. Na gut, dann fahren wir nicht durch den Graben, wir fahren eine Straße entlang. Ich lasse meinen Blick schweifen. Hätte ich wenigstens mal irgendwie aufgeschrieben, Ende der Strecke oder sowas, ne? Aber, nö. Habe ich offensichtlich nicht für nötig erachtet. Komm. Kämpf dich durch! Achtung, Straßensperre. Jetzt haben wir einfach so mal eben die komplette Evolution der PlayStation 1 Crash Bandicoot-Teile in einer halben Stunde gesehen. Gut, aber sonst hat es, glaube ich, auch nur 3 Jahre gedauert, ne? Oder 2,5. Da ging schon echt fix, dass die jeweiligen Spiele mal rausgekommen sind. Es ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung, wenn man vor allem bedenkt, wie sehr die sich unterscheiden, ne? Also wie viele unterschiedliche Spieleinhalte es dann auch jeweils gibt und so. Und wie sich die Teile von Teil zu Teil immer weiterentwickelt haben.